Der Marcel Hövelmann vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Ich bin Thomas Reinke vom Aachener Verkehrsverbund. Wir sind zwei Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen. Im Raum Köln-Bonn der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, der Aachener Verkehrsverbund um Aachen herum. Und wir haben mittlerweile ein gemeinsames Dach, den Nahverkehr Rheinland, der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr ist. Die Verkehrsverbünde haben eine koordinierende Aufgabe. Die haben gemeinsame jeweils Tarife, die sie machen, was sicherlich die wichtigste Aufgabe ist, haben Koordination, haben Aufgaben der Planung. Und wir haben selber keine Busse, sondern wir arbeiten mit den Verkehrsunternehmen zusammen, die Busse betreiben und die Bahnen betreiben und bestellen dort gegebenenfalls die Leistungen. Und das Wichtigste, wir betreiben für die Unternehmen die Fahrplanauskunftssysteme. Und darüber werden wir beide jetzt berichten. Das ist kurz so die Themen. Wir haben als AVV seit 2002 schon eine interaktive Karte im Internet gehabt. Der VHS kam ein kleines bisschen später. Das war vor Google Maps, da war das eine tolle Sache. Aber seit es Google gibt mit den Kartendiensten, sind die Nutzer deutlich verwöhnter und haben Ansprüche, die gerade wir mit unserem Angebot nicht so erfüllen konnten. Die Technologie entsprach relativ bald dann nicht mehr den Nutzererwartungen. Das Übelste an unserer Karte, die eigentlich sehr schön ist, sie war nicht exakt georeferenziert, wie die irgendwann Ende der 90er Jahre entstanden ist, hat niemand daran gedacht, dass es notwendig ist, dass die Haltestellen und alles ganz genau positioniert sind. Und da waren Fehler im Bereich von 150 bis 300 Metern in der Lage drin. Das heißt, ich konnte da kein vernünftiges Matching auf die Adressen machen. Das Kartenmaterial stand nur für einen eingeschränkten Bereich und in einem Maßstab zur Verfügung. Von den Kunden kam immer wieder der Wunsch nach Stadtplanqualität und das konnten wir mit dem, was wir hatten, nicht erfüllen. Die Alternativen wären entweder teuer gewesen oder man hätte sie nutzen können, aber die Lizenzen sind unflexibel. Wir grenzen zum Beispiel als Aachener Verkehrsverbund, unsere Unternehmen haben Leistungen in Belgien, in Niederlanden, dort gibt es Gemeinschaftskonzessionen, es gibt durchgängige Tarife und da darf die Fahrplanauskunft natürlich nicht an der Bundesgrenze aufhören und deshalb waren Alternativen immer schwierig. OpenStreetMap war bei uns schon relativ früh bekannt, weil ich eben selber. OSM war relativ frühzeitig bekannt und die AND-Datenspende, wodurch die Kartengrundlage der Niederlande relativ frühzeitig in OSM verfügbar war, hat einen hohen Reiz ausgeübt auf uns und hat uns da ermutigt, uns damit zu beschäftigen und hat vielleicht auch Türen gegenüber der Geschäftsleitung geöffnet. Aber es war natürlich schwierig zu sagen, ich kann nicht einfach die Daten vom Landesvermessungsamt für Nordrhein-Westfalen mit den OSM-Daten verheiraten. Und dann haben wir aufgrund der relativ schlechten Basis dann uns entschieden, in produktiven Einsatz mit OSM zu gehen. Damals waren die Daten in der Stadt Aachen relativ gut erfasst, aber in Außenbereichen war die Erfassung teilweise bei 50%. Aber auch das hat zu keinen Beschwerden der Kunden geführt, weil eben auch die damals noch relativ unvollständige Karte da als Verbesserung empfunden wurde.
Die Karten heute rendern wir selber in einer eigenen MapMake-Installation mit eigenem Layout, damit die Karten relativ dezent sind, damit die ÖPNV-Information im Vordergrund ist. Und für die Anzeige verwenden wir OpenLayers. Wir haben davon profitiert, deshalb wollen wir der Community was zurückgeben. Wir haben am Oxomoa-Schema mitgearbeitet. Ich hoffe, dass wir als Referenzkunde ein bisschen die Hemmschwellen bei anderen Behörden, sage ich mal, nehmen, OSM einzusetzen. Das ist immer leichter, wenn man sagen kann, die machen das schon. Und dann wird man sich eher trauen, das umzusetzen. Wir haben, wie OSM noch nicht so vollständig war, teilweise selber zumindest die Straßen, auf denen unsere Busse fahren, vervollständigt. Haben, seit es die Luftbilder gibt, auch mit Hilfe von Tracks die Linienwege noch verbessert. Was für mich ein ganz wichtiger Vorteil von OSM ist, ich kann die Daten da, wo es für mich erforderlich ist, verbessern. Das heißt, wenn ich einen Bushof, eine Zentralhaltestelle habe, die ist in irgendwelchen amtlichen Daten oder gar in irgendwelchen Teleatlas-Daten nicht vorhanden. Es ist aber für mich wichtig, weil ich darüber routen muss, weil ich daraus Kilometerleistung ermitteln muss. Und in OSM kann ich das reinzeichnen, dann sind die Sachen da. Und oder wenn Bahnhof umgebaut wird, die Zugänge anders sind, das kann ich in OSM ändern, wenn es nicht schon jemand anders gemacht hat. Und dann sind die Sachen da. Wenn ich irgendwelche Kaufdaten einsetze, dann muss ich das nächste Update abwarten. Dafür muss ich das Geld auch erstmal haben. Dann kann ich hoffen, dass die Sachen drin sind. Und die Aktualität, die da unsere Kunden erwarten, die kann ich mit solchen Daten nicht immer erfüllen. Wir haben OSM um eigene Daten ergänzt. Wir stellen unsere Daten an Mapper bereit. Und das Spannendste aus meiner Sicht ist, die gesamte Benutzerschnittstelle ist Open Source und steht damit für alle, die es einsetzen wollen, bereit. Wir sind ja eine Institution, die sehr viele oder einen sehr großen Teil der Mittel entweder von den Fahrgästen bekommt. Da muss man sparsam mit umgehen. Oder wir erhalten Zuschüsse aus Landesmitteln. Und da ist es natürlich sehr wichtig, wenn man da eben einen Rückfluss geben kann und den Leuten, die es bezahlt haben, auch wieder sagen kann, du kannst nicht nur ein tolles Produkt nutzen, sondern du kannst zum Beispiel den Haltestellen-Suchcontroller für deine Zwecke einsetzen oder die ganze Software für deine Zwecke einsetzen. Und eine Sache muss nicht mehrfach bezahlt werden. Und genauso wichtig, wenn der Anbieter pleite geht, wenn die Chemie mit dem Anbieter nicht mehr stimmen sollte, dann habe ich dadurch, dass ich den Zugriff auf den Source habe, natürlich die Möglichkeiten, zu jedem anderen zu gehen und zu sagen, hier, mach mir das, entwickel mir das weiter, mach mir diese oder jene Funktion. Und dadurch habe ich einen sehr, sehr großen Freiheitsgrad und bin ich durch einen Anbieter an den gebunden. Ein Projektportal ist gerade im Aufbau. Und das wird diesen Monat voraussichtlich noch unter fahrplan.de erreichbar sein. In diesem Jahr werden wir noch die Haltestellenverwaltung auf eine neue Technologie umstellen. Dabei werden die GIS-Fähigkeiten genutzt und es werden weitere Exporte, die auch für OSM interessant sein werden, bereitgestellt. Das ist heute leider noch nicht so ganz einfach. Im kommenden Jahr wollen wir die Liniendarstellung in der Kartografie verbessern und wollen gucken, dass wir da möglichst viel automatisch machen können, weil ich brauche natürlich die Kartengrundlage für jede Zoomstufe einzeln. Während für eine gedruckte Karte brauche ich das nur einmal. Ich habe hier 9 Zoomstufen und auch diese Anwendungen werden wieder als Open Source zur Verfügung stehen. Ja, jetzt gebe ich an den Marcel weiter. Ich glaube, wir müssen...
So, was der Thomas gesagt hatte für den Aachener Bereich, gilt in gewissen Punkten auch für uns im Großraum Köln-Bonn. Haben Sie sicherlich doch eine etwas andere Vorgeschichte, die sich ein bisschen absondert von den Vorgehensweisen, die im Aachener Bereich gegangen sind. Aber nichtsdestotrotz, durch die gute Kooperation, die zwischen unseren beiden Verbünden in den letzten Jahren sich verfestigt hat, ist es auch dazu einfach gekommen, dass wir auch uns dann verstärkt mit ein bisschen zeitlichem Nachhang diesem Thema gewidmet haben und sicherlich da auch einige Punkte schon angegangen sind, beziehungsweise auch einige Vorstellungen haben für die weitere Zukunft. Bei mir der erste Punkt, was bisher geschah, wie gerade schon gesagt, Anfang 2009 gab es die erstmalige Überlegung, OpenStreetMap im Austausch mit dem AVV, was oder wo könnte dies für uns eine Option sein, bei uns im Verkehrsverbund als reine Hintergrundkarte zur Anwendung in anderen Bereichen. Da hatten wir uns halt das erste Mal damit ausgetauscht. Für uns intern war die Teilnahme am Degree Day in Bonn im Mai 2005 sicherlich, so sage ich mal, der ganz klare Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt werden wir uns da noch mal wirklich noch mehr reinhängen, weil im Vorfeld war es sicherlich so, ich sage mal, vielleicht ein bisschen behördentypisch gewesen. Man hat es noch als 37. Aufgabe ein bisschen nebenher betreut, war persönlich daran interessiert, aber mit diesem Startpunkt wurden auch bei uns intern nochmal die Vorgehensweisen beziehungsweise das, was wir uns vorgestellt hatten, eindeutig konkretisiert. Das heißt, bis zum Winter 2009 dauerte es dann, es hat leider, sage ich mal, so wie wir es heute auch schon gehört haben im zweiten Vortrag, glaube ich, ein paar politische, ein paar andere, ein paar strukturelle Gründe gehabt, dass wir eine Eingabe in unseren unterschiedlichen Gremien gegeben haben, um eine Datenfreigabe für OSM erzeugen zu können. Das heißt, unsere Forderung war es gewesen, alle Haltestelleninformationen, das heißt Koordinaten und ähnlich anhängende Informationen, sämtliche Informationen zu den Linienverläufen bis hin zum Zugang zu den Fahrplandaten für die OSM-Community freizugeben. Auch das dauerte leider wieder mal so Pi mal Daumen ein halbes Jahr, ist nichtsdestotrotz bei uns ein guter Zeitraum gewesen, wo wir letztendlich Ende April, das heißt Pi mal Daumen vor einem Jahr, den endgültigen Beschluss hatten, dass wir unsere Netz- und Fahrplandaten der OSM-Community zur Verfügung stellen konnten. Bereits im Vorfeld gab es von unserer Seite aus noch einen etwas anderen Impuls, wie die Aachener gemacht haben, eine verstärkte Kontaktaufnahme zur OSM-Community. Das war nämlich ganz wichtig, auch für die war es sicherlich mal interessant zu sehen, was für Informationen wir haben. In dem Zusammenhang war es zum Beispiel so, dass wir, hier links oben zu sehen, die VHS-Wiki-Seite, die es schon gab im OSM-Wiki, dass wir diese nochmal ein bisschen bearbeitet, nochmal ein bisschen aufgepimpt hatten und mit zusätzlichen Informationen bereitgestellt hatten. Auch das ist bis heute noch immer die zentrale Austauschplattform, wenn es wirklich große aktuelle Neuerungen gibt etc., wo wir von unserer Seite aus diese Informationen an die OSM-Community kommunizieren. Darüber hinaus gab es diverse Vorträge beziehungsweise, wie gesagt, auch andere Kontaktaufnahmen, nicht nur zu den Stammtischen in der Region, primär den Bonner Stammtisch, den wir da bei uns haben, sondern auch zu Linux-Arbeitsgruppen etc., die sich auch mit dem Thema OSM beschäftigt hatten, um da einfach auch zu werben. Wir als VHS widmen uns dem Thema, nehmen das Thema offensiv auf und wollen aber auch ein bisschen eure Mithilfe haben. Deswegen unterstützt uns auch ein bisschen, wie wir da Schritt für Schritt vorankommen wollen, eine Win-Win-Situation erstellen. Das ging zum Beispiel dann so weit, dass wir am 12.12.2010 anlässlich zum Fahrplanwechsel, den es einmal jährlich gibt, einen Workshop bei uns im Hause angeboten haben. Den ganzen Samstag morgens von 10 bis nachmittags um 17 Uhr ging es ums OSM-Tagging-Schema. Da gab es unterschiedliche Vorträge, viel Diskussion, wo wir uns einfach mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Wie sieht da der Status quo aus? Wie sind da die ganz unterschiedlichen Themen? Beziehungsweise wo ist die Entwicklung? Wie wird auch im VHS-Bereich ganz unterschiedlich getaggt? Mit diesen ganzen Themen haben wir uns an einem Tag auseinandergesetzt und ich war zumindest sehr zufrieden. Ich glaube, um die 40 Leute waren wir gewesen und ich fand, das war schon eine sehr, sehr gute Resonanz gewesen. Und die Leute kamen sogar nicht nur aus unserem Bereich Aachen,
Köln-Bonn, sondern teilweise aus ganz NRW. Und ich glaube, wir hatten auch 2, 3, die sogar von außerhalb NRW extra zu diesem Thema angereist waren. In den Umsetzungen sind wir nur bisher nicht ganz so weit wie der AVV. Demnächst wird es bei uns eine Haltestelleninformationsseite geben, die von meiner Seite aus sicherlich in den ersten Anfängen in der Planung mal so angelegt war, dass wir komplett da mit OSM-Daten arbeiten. Daher ist aber die OSM-Grundlage leider noch nicht ganz so dolle bei uns im VHS vorangeschritten, sodass wir derzeit oder in Kürze damit starten werden mit einer OSM-Hintergrundkarte und sicherlich erstmal einem eigenen Layer aus unserem derzeitigen System, wo die Information bzw. die Visualisierung bereitgestellt wird für die Haltestellen. Aber auch da werden wir, je nachdem wie der Datenstand in der OSM-Datenbank sein wird, da eine Fortentwicklung anstreben wollen. Komme ich schon zum Ausblick. Ganz spannend fanden wir mehr oder weniger fast anschließend oder fast parallel zu unserem OSM-Workshop Anfang Dezember 2010 kam zum ersten Mal das Proposal zum Public Transport raus, was, glaube ich, seit ein paar Tagen in der Abstimmung sich befindet. Da gab es auch einen regen Austausch, sowohl von meiner Seite als auch gerade aus der Bonner Community mit der Person, die da das mal zusammengefasst hatte. Und zwar bewusst, dass das sicherlich ein neues oder sagen wir mal ein fortgeschriebenes Schema ist, was durchaus erstmal für die Experten angedacht ist und daher den 0815-Mapper ein bisschen benachteiligen wird. Aber nichtsdestotrotz fanden wir das auch mal einen ganz spannenden Weg, das unterstützen zu können mit Informationen aus unserem täglichen Alltag. Eins der nächsten Produkte, die wir anvisieren auf möglichst 100%iger OSM-Basis, ist die Erzeugung von grafischen Linienwegsdarstellungen und Haltestellenumgebungsplänen. Auch da stehen wir derzeit in den Startlöchern, nach Lösungen zu suchen bzw. Lösungen zu erproben, wie wir das im Bereich, sagen wir mal, bei uns ist es immer so eine Schnittstelle zwischen Kundeninformation und Informationstechnologie, wie wir da Produkte automatisch generieren können, um diese dem Kunden näher zu bringen, damit dieser nochmal einen weiteren Mehrwert an Informationen hat, nicht nur Zahlenkolonnen als Fahrplanausdruck, sondern dazu auch grafische Unterstützung. 2012 wird sehr wahrscheinlich ein ganz spannendes Thema noch auf uns warten. Wie das letztendlich konkret aussehen wird, ist noch ein bisschen vage, aber es sieht so aus, dass wir unsere bestehenden Fahrplaninformationsapplikationen, die derzeit für iPhone und für Android vorhanden sind, um eine Partizipationskomponente zur Erfassung von Infrastrukturdaten von Haltestellen ausbauen wollen. Auch wir beim VHS sind es so wie beim AVV. Wir sammeln die Daten von unseren Verkehrsunternehmen ein, an der Anzahl 30 Stück und versuchen, diese heterogene Qualität an Daten dann halt nach draußen zu kommunizieren. Und eine der Schwachstellen ist bis heute leider noch immer die Haltestelleninfrastruktur. Und da ist es uns ein besonderes Anliegen, den Zugang zur Haltestelle im Zusammenhang mit einer durchgängigen Wegekette von Haustür zu Haustüre, da ein Partizipationsmodell zu integrieren, wie man, wie der Nutzer an der Haltestelle vor Ort aufgrund des OSM-Taggings gewisse Informationen aufnehmen kann, die A, erstmal in die VHS-Datenbank zurückgespielt werden, damit sie später vielleicht überprüft werden, nochmal zusätzlich durch das Verkehrsunternehmen, aber dann auch wieder ausgespielt werden kann als Information. Wie dann eine Einbindung zurück in die OSM-Datenbank erfolgen kann, das werden wir sicherlich dann erst innerhalb dieses Projekts erproben, aber wird auf jeden Fall unser Bestreben sein, dass die so gesammelten Daten vor Ort auch in die OSM-Datenbank geschrieben werden. OSM 3D fanden wir auch schon immer interessant. Auch da sind unsere Überlegungen und nochmal einfach die Entwicklung zu schauen, wie wir das irgendwann mal digital einsetzen können, auch zur Orientierungsunterstützung vor Ort, beziehungsweise über mobile Endgeräte etc. Das ist auch noch so eine Vision, wo wir uns dann nochmal 2012 ein bisschen näher mit auseinandersetzen möchten. Das von unserer Seite aus. Wir wollten es relativ knapp halten, haben noch eine gute Viertelstunde Zeit, um sicherlich auch einen Raum zu geben, um die eine oder andere Frage an uns zu stellen, die hoffentlich vorhanden ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Vortrag an alle beiden. Es freut mich insbesondere, dass quasi unser damals veranstalteter Degree Day mit OSM im Rheinland einen Startschuss gegeben hat, um tatsächlich da so Daten freizugeben für OSM. Gibt es Fragen dazu? Kommentare, Hinweise?
Ja, es geht mir um die Grenzüberschreitung in Aachen Richtung Niederlande und Belgien. Also erstmal für mich eine Information, ist der AVV selbst grenzüberschreitend oder kooperiert er mit entsprechenden Verbünden in den beiden Nachbarländern? Und was sind denn die Erfahrungen in dem hier angesprochenen Bereich in Hinsicht Kooperation? Kann man da noch ein bisschen mehr zu sagen? Wir haben Linien schon seit 50 Jahren, wo die gemeinsam von belgischen und deutschen und niederländischen und deutschen Busgesellschaften betrieben werden als Gemeinschaftsverkehre. Insofern hat die Zusammenarbeit da schon eine lange Tradition. Es gibt durchgängige Tarife für einen kleinen Grenzbereich. Es gibt mit dem Eurio-Ticket eine Tageskarte für einen größeren grenzüberschreitenden Bereich bis Brüssel, Maastricht, Romont. Diese Verkehre haben für uns schon eine große Bedeutung und die werden wir sicherlich weiter ausarbeiten. Und da gibt es auf vielen, vielen Ebenen Kooperation und Zusammenarbeit. Hinsichtlich der Nutzung von OSM in seinem sozusagen quasi offiziellen Bereich eines Auftrittes, mussten Sie da intern größere Überzeugungsarbeit leisten? Sie sind da so nonchalant drüber hinweggegangen, dass Sie da quasi offene Türen eingerannt sind. Beziehungsweise in dem Sinne, dass die Kunden halt gewissermaßen das verlangt haben. Das ist nun nicht unbedingt ausschlaggebend im Rahmen eines Verkehrsverbundes, was die Kunden verlangen. Jedenfalls ist meine Erfahrung. Kennen Sie die falschen Verbünde? Ich habe ein paar Jahre in Köln gewohnt, also insofern. Also es ist vielleicht leichter, wenn man in einem relativ kleinen Verbund tätig ist. Der Aachener Verkehrsverbund hat 14 Mitarbeiter. Und wenn man dann an der entsprechenden Stelle selber als Mapper aktiv ist, dann kann man solche Dinge vielleicht leichter machen, als in größeren Organisationsstrukturen, die da vielleicht vielfältig eingebunden sind. Aber das war relativ pragmatisch. Mach eine Lösung, die soll billig sein, die soll einfach sein und da soll möglichst viel drin sein. Und da fällt die Wahl dann für OSM relativ leicht. Und das vielleicht noch abzurunden, ich habe die IHK bekommt von uns Daten und da hat der Mitarbeiter der IHK gesagt, ja, wir nutzen auch OSM. Also das ist schon mittlerweile an vielen, vielen Stellen, auch da, wo man es nicht denkt, populär. Noch eine Nachfrage. Gibt es vielleicht so eine Art Arbeitsgemeinschaft, wo sich die Verkehrsverbünde untereinander austauschen, wo das Thema ist? Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen Landesdatenverbund, wo man sich austauscht, wo es allerdings mehr um die zugrunde liegenden Daten geht und die da bereitgestellt werden und zur Verfügung gestellt werden. Aber ich war auf einer Veranstaltung in Frankfurt, und wo es um Mobilitätsbehinderte ging. Und da hat man schon von vielen Seiten gemerkt, OSM interessiert. Es weckt Begehrlichkeiten, weil da nämlich die Fußwege gerade im Bereich der Haltestellen, der U-Bahn-Stationen vorhanden sind, die in allen Kartenwerken, die wir kaufen können, fehlen. Und deshalb würden wir es gerne einsetzen. Aber wir trauen uns noch nicht. Vielleicht, das ist keine Firma, mit der man einen Vertrag machen kann oder was auch immer. Aber ein großes Interesse spüre ich eigentlich auf allen Seiten. Ich würde gerne ganz kurz noch ein bisschen zu der Datenfreigabe bei uns im Verbund sagen. Hat so ein bisschen auch Glück, muss man dazu sagen. Also, dass wir, wie gesagt, gewisse Strukturen intern haben, dass das unterschiedliche Ebenen durchlaufen muss, ist einfach bei solchen Sachen. Wir hatten fast zeitgleich zu dem Moment, wo wir uns mit OSM beschäftigt haben, beziehungsweise uns entschieden haben, wir möchten uns verstärkt um dieses Thema kümmern.
auch bei uns einen Aufschlag gehabt von dem großen Anbieter aus Hamburg namens Google Maps, der alle unsere Daten haben wollte. Waren schon sehr spannende Diskussionen zwischen uns und den Verkehrsunternehmen. Letztendlich gab es im Endeffekt nur eins, was sich sicherlich ein bisschen länger geziert hat, diese Datenfreigabe zuzustimmen. Aber zum Glück gibt es dann bei uns das Prinzip, die Mehrheit siegt. Und gerade die kleineren Verkehrsunternehmen waren dafür, so dass wir diese Datenfreigabe erhalten hatten für OSM. Google Maps will ich jetzt nicht großartig darauf eingehen. Da sind wir dann nicht so weit, aber das ist ein anderes spannendes Thema für eine andere Konferenz vielleicht. Für OSM ging es eigentlich ohne großes Krakele relativ gut durch. Das lag auch damit, dass die Verkehrsunternehmen kaum was mit dem Thema anfangen konnten, muss man ganz ehrlich sagen. Also deswegen konnte man sie, ich will jetzt auch nicht sagen, weil es aufgenommen wird, dass man sie manipulieren konnte, aber man konnte sehr gut und sehr schnell argumentieren, begreift endlich, dass diese Informationen, die wir dort zur Verfügung stellen, es ist nicht dieser super Schatz in eurem Keller, der geheim bleiben muss in den weiteren 10 Jahren und dass da einfach auch schon die Einsicht vorhanden war, da wird was damit gemacht, okay, kann man nicht immer zu 100% genau gucken, aber ist für uns, sage ich mal, eine anständige Sache und da haben wir auch keine Probleme mit, diese Daten nach dort zu geben. Eine Frage da gleich darauf hier. Wurden da jetzt nur Haltestelle-Informationen, also wo ist welche Haltestelle und wo ist welche Linie, sondern veröffentlicht oder bereitgestellt, sondern wurden da auch konkrete Tarife und Pläne, wie fahren denn die Linien, zu welchen Uhrzeiten und so weiter, der OSM-Community bereitgestellt? Ja, auch da waren wir in der Kommunikation mit der Community, wie es am besten wäre. Am liebsten hätte man einen WMS-Service gehabt, wo man die Daten abgreifen bzw. sich rausholen kann. Das war leider damals und ist dann auch ein bisschen eingeschlafen, nicht direkt so lösbar. Deswegen gab es erstmal umfangreichere CSV-Tabellen und ähnliche Datenströme, aus denen man herausnehmen konnte, Haltestelleninformationen bis zu welcher Tarifzone gehört die Haltestelle und. Es gab von unserer Seite auch die offizielle Freigabe, dass man Haltestellenlagepläne, die wir bis jetzt hatten, auch dazu nutzen konnte, diese 1:1 für größere Busbahnhöfe etc. abzuzeichnen. Wie gesagt, ist nicht die Optimallösung gewesen. Auch das hat uns die Community zurückgekoppelt. Die wenigsten wollten sich mit endlos CSV-Dateien auseinandersetzen, aber wir hatten schon darauf festgestellt, das war so ein erster Schritt, wodurch doch der ÖPNV im Raum Köln-Bonn von vorher ca. 50% Erfassung auf fast 75% Erfassung angestiegen war. Ja, und wie sieht es konkret mit den Fahrplänen aus? War da Bedarf von Seiten der Community oder wurden die Daten gar nicht bereitgestellt? Nee, das Thema war bis jetzt noch gar keine einzige konkrete Nachfrage. Bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh, weil wir per se nicht direkt hundertprozentig die Lösung hätten, wie wir damit umgehen würden. Das heißt, es gibt natürlich Schnittstellen, wo dann unsere Fahrplanauskunft angefragt werden kann. Das wäre auch der Weg, wo wir gesagt haben, den wollen wir als erstes mehr oder weniger gehen. War aber die Einschränkung gewesen, die jetzt trotzdem der Community, die Freigabe für die OSM-Community, wie fasst man die im Endeffekt? Wenn Sie als Privatperson zu mir herkommen, ich möchte das und das machen, wenn irgendeine Uni kommt, im Rahmen eines Forschungsprojekts wollen wir was machen, oder vielleicht auch der ein oder andere kommerzielle Anbieter, der zusammen mit den OSM-Daten was machen möchte, wie geht man damit um? Auch da haben wir damals gesagt, also werden wir abwarten, wie mehr oder weniger die Rückfrage an uns sein wird, und dann müssen wir uns sicherlich dann konkret, ohne vorher zu sehr in der Theorie uns zu bewegen, schauen, wie kriegen wir das zu beidseitigem Interesse und positivem Nutzen dann letztendlich gelöst. Ich denke auch, dass die statischen Fahrplandaten in Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren werden, weil die Systeme zunehmend echtzeitfähig werden, und wenn man schon bei den Solldaten von den Verkehrsunternehmen da große Bauchschmerzen hat. Die Bauchschmerzen werden bei den Ist-Daten noch viel, viel größer sein, die rauszugeben. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielfältige Schnittstellen schafft,
was sicherlich ein einfacher, schöner Einstieg wäre, den ich mir gut vorstellen könnte, wenn man sagt, die Haltestellenabfahrten stehen zum Beispiel als RSS-Feed zur Verfügung. Dann hätte man viel gewonnen, kann das auch in entsprechende Karten anbieten. Und das wäre so der Einstieg, den wir uns vorstellen könnten. Systeme, die man leicht und natürlich möglichst offen mit OSM koppeln sollte. Und das ist wahrscheinlich die sinnvolle Variante. Geht so ein bisschen auf Aufwand und beziehungsweise wahrscheinlich mehr ähnlich. Aber jetzt habe ich Ihnen das weggenommen, oder? Wir haben noch Zeit. Gibt es weitere Fragen, Antworten? Ja, ich bin etwas irritiert, dass es gar nicht bekannt ist. Steve Coast hat ein Projekt gestartet mit dem Namen Transiki, was sich genau mit der Abbildung dynamischer Fahrplandaten eben außerhalb von OSM beschäftigen soll. Steve hat dafür keine Zeit mehr, das Projekt steht zur Adoption, also ich kann nur allen, die sich damit beschäftigen, empfehlen, zu versuchen, das Transiki-Thema wiederzubeleben, weiterzubeleben, sich darüber auszutauschen. Und ich denke, das wird eine tolle Lösung sein und je mehr Verkehrsverbünde da aufspringen und ihre Daten anbieten, desto weltweiter werden wir wirklich auch grenzübergreifendes Routing und so ermöglichen können. Also die Projektidee ist da, sie hat einen Namen, sie hat eine Homepage, es müssen sich nur Leute melden, die es gern weitermachen wollen. Und das Interesse ist ja ganz offensichtlich da. Also davon von meiner Seite aus nur ein Satz ist natürlich bekannt. Da muss ich ganz ehrlich und offen auch sein und sagen, man muss natürlich auch immer die eigenen Zeitkapazitäten einfach berücksichtigen. Und wie gesagt, also steht bei uns auch mit auf der Liste, aber werde ich sicherlich nicht sagen können, das wird jetzt nächsten Monat bearbeitet werden können. Auch da wird sicherlich auch bei uns nochmal der Austausch einfach stattfinden, wie man da sich, wie auch immer, in der nächsten Zukunft andocken etc. kann. Ja, hier noch kurz. Ja, ich wollte mich melden, als jemand interessiert, am Transiki mitzumachen. Ich weiß nicht, weiß jemand den aktuellen Stand von Transiki? Ist da noch Aktivität in dem Projekt? Was steht zur Adaption frei? Okay, also ist eigentlich schon eingeschlafen gerade. Super. Nee, also den Punkt, den Sie nannten, dass eigentlich es immer mehr zu Echtzeitfahrplänen geht, weil man sich, wenn die Leute sowieso elektronisch den Fahrplan holen, dann weiß man ja die aktuelle Nachfrage und kann eigentlich auch das Angebot on demand darauf abstimmen, also mehr so Richtung Anruf, Sammeltaxi, alles real-time scheduled. Und ich hatte auch den Eindruck, dass an dem Punkt eigentlich Transiki dann so ein bisschen eingeschlafen ist, weil da war dann viel Diskussion über so fuzzy Transport Times, wo Leute erzählt haben, dass in manchen Ländern gibt es gar keine Fahrpläne, der Bus fährt halt, wenn er voll ist und dass man sowas irgendwie abbilden wollte und irgendwie die ganze Infrastruktur war halt so wie OpenStreetMaps aufgebaut, also das Sammeln von statischen Daten, die sich nie ändern und irgendwie bräuchte man halt so eine Art Realtime-Dispatching-System, wo man dann auch mit kurzen Latenzen Updates pushen kann quasi, also wo man sich subscriben könnte für bestimmte Fahrplaninformationen und der Anbieter kann dann irgendwie ein neues Fahrzeug disponieren und ein Update rauspushen, was dann innerhalb von Sekunden überall ankommt. Nur mal so in Raum geworfen. Also wenn jemand an Transiki interessiert ist, bitte mich anquatschen. Danke. Auch nur eine kurze Frage. Wie sieht das denn aus? Ihr habt ja nicht nur Informationen über die Haltestellen als solche, sondern auch über U-Bahn-Haltestellen, sprich die Infrastrukturpläne. Gibt es da Bestrebungen, die auch freizugeben in Zukunft oder wie sieht das aus? Also da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also es gibt sicherlich da Planungspläne, Planungsskizzen, die dann bei den Verkehrsunternehmen abgefragt werden können. Ansonsten gibt es von unserer Seite aus im VRS 2D- und 3D-Skizzen, beziehungsweise nicht Skizzen, sondern Pläne, die von unserer Seite aus auch mit der Datenfreigabe freigegeben wurden zum Abmalen, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie das mit dem AVV ist. Die Haltestellenlagepläne genauso. Also da gibt es keine Bedenken. Bei den U-Bahnen, die wir in Aachen Gott sei Dank nicht haben, aber wir haben auch Bahnhöfe,
wo man Aufzüge benötigt. Da werden wir auch dran oder wird einer der Bausteine für die kommenden Jahre sein, dass wir solche Anforderungen mit in das Routing integrieren. Und auch da wird das Echtzeit-Routing interessant sein, weil es nutzt mir nichts, wenn ich eine schöne Fahrplanauskunft gerechnet kriege mit dem Aufzug und dann muss ich feststellen, der Aufzug ist aber seit einem Vierteljahr defekt und ich muss doch irgendwie schauen, wie ich da hochkomme. Und das wird dann der zweite Schritt sein. Gut, wir haben noch eine kleine technische Umbaupause, etwas Zeit. Glücklicherweise der letzte Vortragende ist da. Das heißt, wir können gleich in die Untiefen des ÖPNV-Teckenschemas eintauchen. Gibt es noch weitere Fragen? Erstmal nicht, dann wird jetzt noch kurz die Präsentation aufgespielt, dann geht's los.